liebe Pokémon Mystery Dungeon Freunde und willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part, in welchem wir endlich wieder zurück in unserem wundervollen Zuhause sind. Hallo! Guten Morgen, Johnny! Frei. Hast du gut geschlafen? Unterbrech mich nicht! Bin frei von allen Anschuldigungen! Sehr gut, wir können wieder als Retterteam arbeiten! Oh Mann, und da kommt wieder das gute alte Pelipper vorbeigeflappt und klonkt den Briefkasten. Hey Jungs, Alter. Ich hab schon länger nicht mehr den Briefkasten geklonkt. Macht das wieder seinen Move? Nee. Nein, ich will es gleich nie wieder machen. Sieh mal, Pelipper bringt uns wieder bereits wieder Post. Aber er war doch so sick. Das war ziemlich sick. Ja. Versuchen wir uns wir unser Bestes, so wie wir es immer getan haben, Johnny. Also ich kann euch da eine Sache mit auf den Weg geben. Als eine Person, die kürzlich einen Umzug hinter sich hat, kann ich euch garantieren, dass die Post auch weiterhin bei euch ankommt. Auch wenn ihr nicht da seid. Ja, das ist egal. Und dann kommt ihr wieder und denkt ihr euch, oh Mann, das ist wie ein Adventskalender voll mit Rechnungen. Da ist eine Rechnung und da ist eine Rechnung. Wow. Da ist eine besonders große Rechnung. Oh, ich glaube, ich sollte ihn so zusammenwenden. Ist es schon wieder Weihnachten? Was der geliefert hat, ist alles komplett schwachsinnig. Oh, wir haben noch eine Aufgabe. Ich bin in Ohnmacht gefallen, Alter. Alter. Hilfe, ich bin ohnmächtig. Hallo. Hallo, Hilfe. Ihr Hallo. Hallo. Liegt ohnmächtiger. Ich meine natürlich. Mir ist ein bisschen schwummrig. nichts mehr halt. Ach shit, ich erzähl was ganz anderes. Ich will weiter auf deine Sache aufpassen. Gleich, du kannst dich auf mich verlassen. Ah, fuck! Hallo! Oh, wie süß! Hör auf, mich Kleines zu nennen, du Haufen Scheiße. Genau, Fully. Hast du mir jetzt selber angeschaut? Was? Ihr habt doch gar nichts gesagt. Bin ich klein. Oh ja, jetzt hat wieder niemand mehr was gesagt. Mhm. Typisch. Aber gut, liebe Leute, was machen wir mit unserer Freiheit, die wir wieder erlangt haben? Ich weiß was. Haben die Cacleons jemals eine Stimme gehabt eigentlich? Ich glaube nicht, oder? Wir leben den amerikanischen Traum. Bis auf Knuddelup, von den Leuten, die hier irgendwas anbieten, hat niemand die Stimme, glaube ich, kann das sein. Nee, weil die auch nie was wirklich Relevantes gesagt haben. Leute, ich hätte dich tatsächlich verschuldigt, Johnny, du Monster! Aber es freut mich ungemein zu hören, dass du da wieder reingewaschen bist. Kriege Liniennote, weil ich hier... Moment, dass du von alle wieder reingewaschen bist. Ah, oh Gott, ja. Hoffentlich sagst du jetzt nicht, dass du die wieder bei mir einkaufst. Für mich sind diese Noten immer so ein Pfeifen. Was? Entweder so ein Singsang halt oder so ein Pfeifen. Ja, es ist eher so ein Singsang. Es ist mehr so ein Singsang. Cacleon-Laden. Ey, der Haufen Scheiße. Der Haufen Scheiße will eigentlich nur, dass man bei ihm einkauft. Ey, ich glaube, Ringer hat die Symbole auch noch bei seinem Skype-Name dahinter steht. Ja, hat er. So ein Krieger und eine Note, weil er Musik so gern mag. Ricky Mania! Das freut mich. Hey, Ricky. Grüß dich. Moin. Als ob er das hier guckt. Oh, jetzt können wir geile Riesenäpfel kaufen. Wisst ihr, was der Vorteil von Riesenäpfeln ist? Das ist eine Sache. Sie füllen den Magen komplett? Nein, sie füllen 100. Alter. Das ist doch komplett. Nein. Wie wir schon geklärt haben, kann, wenn man mit einem vollen Magen Apfel zu sich nimmt, erhöht sich die maximale Kapazität des Magens. Ja, ja, ich meine ja natürlich ohne maximale Kapazität. Ja, dann ist es komplett voll, aber du verstehst, warum die Aussage, dass es das komplett auffüllt, schlicht und ergreifend nicht der Wahrheit entspricht. Ist das ja das andere nicht so, dass man quasi ein bisschen überfüllt? Ja, aber trotzdem, zum Beispiel, wenn du eine Magenkapazität, ich glaube, es war so mit dem Riesenapfel, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich bin auch manchmal ziemlich überfüllt. Ja, wenn du eine 110 Kapazität hast, dann bist du bei 0 und ziehst den Riesenapfel rein. Ich glaube, da kommt man nur bis 100 hoch. Ja, ja, das ist ja okay. Ach, da bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher. Schnell, rette Kamaup. Kamaup ist noch nicht zurück. Belohnung für Rettung ausgesetzt. Okay. Fangen keine Maup. Ich bin in Ohnmacht gefallen. Oh nein! Der Deutsche macht mir Angst. Irgendjemand, Hilfe! Mir ist so schwummrig. Oh. Bei einem Feuerwerk. Warum geht da jemand überhaupt hin? Ey, weiß ich nicht. Was ist eigentlich mit Kamaup los? Ja, da haben doch eigentlich alle Angst vor gehabt. Kamaup ist doch nicht nach Hause gekommen. Wo treibt er sich schon wieder rum? Das sind alles ziemliche Draufgänger. Weiß ich nicht. Für dich wäre Draufgänger. Oh, Leute. Hm? Oh mein Gott, Johnny. Ich meine, ich will jetzt mal Johnny. Oh mein Gott, Fully, küss mich. Nee. Und außerdem können wir unseren besten und gut aussehendsten, bestesten Freund, der auf unser ganzes Geschäft aufgepasst, wiederholen. Morgitino! Bob hat den Laden geschmissen. Hey, Jungs. So zusammenreißen, das kann ich aufhören zu lachen. Was?
Ihr seid bescheuert. Ich hab unser Geschäft in den Ruin gebracht. Das lief einfach nicht mehr unter euch. Wir waren alle zu schwach. Versteht ihr? Wir sind ruiniert. Wir sollten ihm vielleicht einen Gummi geben. Ich glaube, wir werden sterben. Der gute Morgitino. Das finde ich witziger, als ich sollte. Meine Batterien sind zwar leer, aber ich bin trotzdem voller Energie. Du nimmst Bob nicht mit? Nein. Ja, nein, so können sich ja uns neue Leute anschließen, wenn wir nicht das ganze Team voll haben. Aber es ist Bob. Ja, Bob hat ist den auch Laden. Scheiße, das heißt gesagt so. Alter. Bob hat für dich gekämpft. Bob ist bester Mann. Ja. Nein, er ist ein richtiger Bob. Ja und? Ich fühle mich beleidigt. Zitat, der Bob. Übrigens auch eine Sache, die auch immer wieder mal angemerkt wird. Ich weiß nicht, ob ich sage, so eine Sache, die sich, glaube ich, nie erinnern wird. Es ist mir durchaus bewusst, dass man schräg laufen kann, vor allem wenn man R gedrückt lässt, dass das dann so eigentlich fest verankert ist. Aber in meiner Game Boy Advance-Version ist das einfach schlicht und ergreifend nicht wirklich möglich, schräg zu laufen, versteht ihr? Es ist sehr, sehr seltsam, es geht nicht richtig. Die ist ihm mal runtergefallen, dann ging's nicht mehr. Ja, genau. Die Cartridge. Ist euch mal eine Cartridge auf den Boden gefallen? Alter, ja. Ich hab mal... Ein DS-Spiel ist mir einfach nur aus der Hand gefallen. Ich hatte einfach so, ach ja, ich bück mich und heb's kurz auf. Hä, wo ist es? Hä, wo ist es? Das kenn ich. Hä, es ist mir doch gerade erst runtergefallen. Wo ist es? 20 Jahre später, ich hab's immer noch nicht gefunden. Das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Sagen wir 8. 8 Jahre später habe ich es immer noch nicht gefunden. Ja, aber die Sache ist, es werden 20 Jahre, weil du wirst es nicht mehr finden. Ja, ich werde es nicht mehr finden. Ich meine, das war doch irgendwo in deiner Wohnung, oder? Das war... Wir sind seitdem nicht umgezogen, aber ich habe das Zimmer gewechselt sozusagen. Und da habe ich extra nochmal drauf geachtet, obwohl das da schon 3 Jahre her war. Ob ich es jetzt finde, es muss ja irgendwo sein, es ist nicht da. Alter, bei mir gab es auch mal eine seltsame Geschichte. Und zwar war das, dass bei mir mal die Geschichte hat eine bittersüße Wendung. Und zwar ist bei mir, der eine Gameboy, den ich mal hatte, der ist irgendwie auf einmal verschwunden gewesen. Ich gehe davon aus, dass... Oh mein Gott! Das ist mein Ding gekauft. Alter. Wir erzählen das gleich. Ja, wir erstmal, haben zum einen haben wir einen Potrott. Ja. Das erzählt ihr schon zum anderen, Leute, einen Cackleon-Laden. Willkommen! Hier im Dungeon. So, und das ist die Sache, bei der Leute gesagt haben, es haben Leute wahrscheinlich so ungefähr als das ultimative Ziel, was man in Mystery Dungeon erfüllen kann, ungefähr angesehen. Ein Cackleon besiegen? Nein, ein Cackleon dazu bringen, dass es sich dir anschließt. Ah, ja, dann musst du es besiegen. Ja, denn die Cackleons in diesen Läden hier, man, du kannst einfach was von ihm klauen und dann wird es ziemlich wütend und verfolgt dich. Die sind relativ selten. Und es ist fucking stark, was nicht das Hauptproblem ist. Später ist man stark genug für Cackleon, aber wir könnten es absolut noch nicht besiegen. Nein, nee. Das Hauptproblem wäre die Tatsache, dass das Cackleon irgendwie eine Rate von 0,1% hat oder so, dass sich selber anschließt. Also, oh shit. Da bekommt man nicht so einfach. Hat's auch was Cooles? Ein Belebersamen. Ich glaube, wir haben kein Geld dafür. Aber wenn wir es kriegen, dann wäre es Cack. Wir werden es nicht kriegen. Ich werde jetzt garantiert nicht gegen das Cackleon kämpfen. Nein, aber was einem da bewusst wird, ist halt, dass ein Cackleon ein krasser Motherfucker ist und noch viel stärker als jedes Legendäre, dem wir je begegnet sind. Exakt. Aber nein, Morgitino! Morgitino brennt! Kannst du nicht einfach über die... Alter, Morgitino, littes Outfit. Alter, der ist ziemlich lit. Na, aber mach dir keine Angst. Droppst du gleich ein Mixtape? Hey Leute, wollt ihr mal in mein Mixtape reinhören? Das besteht aus dem feinsten Gangster-Rapper. Auf jeden Fall. Oh, eine Zielebene. Weißt du, ist das nicht generell so eine Sache in Roguelikes oder so, dass Shopkeeper irgendwie super stark sind oder sowas? Ich das weiß nicht, mir fällt nur Spelunky als anderes Beispiel ein und das ist auch nicht super stark. Man kann aber von ihm klauen, auf jeden Fall. Das gibt's in manchen anderen. Aber fällt mir auch nur Spelunky gerade als anderes Beispiel ein. Also auf jeden Fall die Geschichte, die ich erzählen wollte. Ich gehe davon aus, dass wir mein Gameboy... Nee, war es der Game Advance oder war es der alte? Ich weiß nicht, der irgendwie geklaut wurde. Und die Sache war, bei irgendeinem Tag da, keine Ahnung, habe ich ihn dann wiedergefunden. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht ganz, wie es passieren konnte. Ich hatte so ein Pikachu Gameboy Color, okay? Mhm, Alter. Oh, irgendwann hatte ich 2. Ich weiß bis heute nicht, wo der zweite herkam. Weil ich den immer auf dem Flohmarkt verkauft, aber irgendwann, er war zuerst weg und dann hatte ich irgendwann auf einmal noch einen zweiten gefunden. Und ich dachte mir, was?
Aber was? Woher? Warum? Du musst irgendwo gedacht haben, oh scheiße, meiner ist weg. Ah, da ist er ja, aber das war er nicht. Ich weiß, ich bin mit den Teils nicht vertraut, aber aus irgendeinem Grund stand ich auf einmal da und hatte zwei. Diesen Gameboy Color in der Pikachu Edition, welcher ziemlich gewieft war, würde ich fast sagen. Was? Und zwar war es da so, die Batterieanzeige war die Wange von Pikachu. Das heißt, die schwäche Batterie Alter. Wurde. Deswegen hat die Wange von Pikachu geleuchtet. Du dreckiges Schneckmann, gib mir das rosa Gummi. Fick dich! War das so? Ja. Hat es nicht die Farbe irgendwie gewechselt? Was? Nein. Das ist so, wie waren das nochmal beim Gameboy? Ja. Ich dachte, nee, es war der Gameboy Advance SP, was du meinst, der die Farbe gewechselt hat. Nee, aber warte mal, aber der Gameboy Color zum Beispiel. Nein, der hat das Farbe ist ja ein Gameboy Color gewesen. Der hatte dann ein rotes Licht. Der leuchtet doch rot, wenn man da an ist. Ja. Ja. Und was passiert, wenn die Batterie leer ist? Ja, dann ist es aus. Das Licht. Ja, und wenn die Batterie schwächer ist, dann leuchtet es auch schwächer. Ah. Ja. Okay. Ja, dann hat es also nicht geleuchtet, wenn die Batterie schwächer wurde, sondern es hat. Hä? Wurde es hat schwächer. Weniger geleuchtet, weil die Batterie. Ja, das hat er doch gesagt. Ach so. Ja, Entschuldigung. Das habe ich halt echt. Ich dachte, du hättest gesagt, ja, wenn die Wange anfing zu leuchten, dann wurde die Batterie schwächer. Ja, das entspricht tatsächlich der Wahrheit. Denn wenn die Wange leuchtet, bedeutet das, dass der Gameboy an ist und dann wird die Batterie schwächer. Oh ja, ja. Toll. Hey, ein Spezialband. Das und sieht man ja Punkte. Auch nicht daran, Alter. Dass der Bildschirm an ist oder so. Ja, aber auf jeden Fall, es war eine sehr seltsame Situation. Vor allem hatte ich zwei Gameboys. Waren wir heute nicht klasse, bla bla bla, wir gehen schlafen. Das Gleiche. Und ich wünsche echt, ich hätte wenigstens den einen nicht auf dem Flohmarkt für einen Zehner verkauft. Für einen Zehner? Ja. Ich merke schon, du brauchtest den Stoff. Na, ich hatte halt einen zweiten, ich konnte mit dem halt echt nichts anfangen. Das ist halt die Problematik. Oh, kein PDP, okay. Ich dachte gerade, was passiert jetzt gerade? Ist das eine neue Nachricht? Aber da war gar nichts. Nö. 83 Pokés. Hallo, Knuddeluff. Was würdet ihr sagen, wer sind die knuddeligsten Freunde, Luffy? Vom Knuddeluff-Club. Ich wäre gerne Mitglied im Knuddeluff-Club. Das ist mein zweiten Teil. Ich glaube, das ist Knuddeluff ist echt so eine Alter, Luftmutter. Eine B-Aufgabe. Alter. Knuddeluff, willst du Dummiesel? Der ist Dummiesel. Es war mir bisher nicht bewusst, aber Dummiesel ist ein fantastischer Name. Dummiesel. Dummiesel. Also ist doch Mann, dumm. Ist der dumm. Schwach. Mann, ist der Dummbatz. Was bist du denn für ein Dummiesel? Ich habe eine Blitzfrage für die Runde. Hä? Was ist euer Lieblingswerbeslogan? Ich hasse Werbung. Nein, Oh, das war eine gute Wahlfolie auf jeden Fall. Ja. Nein, die meisten Werbeslogan sind mir tatsächlich immer ziemlich schnell auf die Nerven gegangen. Deswegen. Ja, natürlich. Ja, was denn? Ich mag Werbeslogan. Ist der Sinn hinter denen? Dementsprechend, ich habe keinen Werbeslogan, den ich gut finde. Du sollst ja auch nicht gut finden. Du sollst ihn nur besser finden als die anderen. Alter Bogitino! Alter. Die Seele meiner Feinde nährt meine Macht. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich habe Angst. Das ist okay. Kann ich nicht den Dümmsten raussuchen? Das kannst du auch machen. Ja. Dann wäre es definitiv der Fanta-Slogan, dieses Trinke Fanta, sei Babucha. Weil ich nicht verstanden habe. Das ist ich nicht, ziemlich dumm. Ja, haben ich habe nicht schon verstanden, mal was dieses gesprochen? Babucha sein soll. Ich dachte mir immer, warum, Fanta, was? Sei Babucha. Ja, ich habe es nicht verstanden, was der Scheiß sollte. Ich dachte mir auch immer, nicht. Was wollt ihr von mir? Richtig Bambucha. Fuck, ja. Mir fällt jetzt auch rein. Ich will euch ein, was mein Lieblingsservice-Slogan ist, aber ich glaube, wow, es fritt ein Kau, ist ziemlich gut. Oh. Wow, es fritt ein Kau! Das ist auch mir so fällt doof. Halt auch echt nicht so viel ein. Ja, mir auch nicht. Ich schaue in der Regel nicht mehr so viel Werbung mit Werbeslogans. Ich weiß nicht mal mehr, woher das genau ist, aber dieses. Ah, scheiße, irgendwie Kauf. Ja, das ist jeder Werbeslogan. Nein, so heißt der Laden. Kaufland. Nein. Galeria Kaufhof. Ja, Galeria Kaufhof, glaube ich. Und dann ist das auch immer irgendwie. Das war so eine mega actionreiche Werbung. Das neue ferngesteuerte Auto von Galeria Kaufhof. Ich freue mich drauf. So. Ja, das war Galeria Kaufhof. Das war aber so ein bescheuerter Kontrast. Das klingt so nach so einer richtigen Radio-Werbung. Da kam so richtig so Darth Vader irgendeine Scheiße. Ich freue mich drauf.
Oh, ja, Mann. Ist ziemlich dumm. Alter, nein, ich habe noch einen besseren Werbeslogan. Oh. Und zwar von der verblödetsten Actionfigur, die es jemals gab und wahrscheinlich auch jemals geben wird. Action Man. Ich meine, das ist Action Man. Er lebt nur Action. Fucking Action Man. Hatte irgendjemand mal einen Action Man? Ich wusste nicht, dass es das wirklich gab. Es ist so. Und der Werbeslogan war Action Man, der größte Held in deiner Welt. Ja, stimmt. Ja, stimmt doch. Bei Action Man haben sie es einfach übertrieben. Das, ja. war nur noch eine Parodie. Ich kenne das, der größte Held in deiner Welt. Ja, ist alles so schlecht daran. Ich dachte mir immer, fucking warum sollte ich damit spielen wollen? Das ist ein komisch aussehender, muskulöser Mann. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Das ist ja gar kein Monster. Mann, der sah echt komisch aus. Er hat ja auch es war auch eine der frühen CGI-Serien. Es gab eine Serie dazu? Sylvester Stallone. Ich hatte keine Ahnung. Ich sah sehr komisch aus. Weiß ich jetzt aber auch nicht mal allzu viel darüber. Ja, aber damals sahen fast alle CGI-Sachen ziemlich scheiße aus. Na, ich fand das damals relativ beeindruckend tatsächlich. Ja, damals. Aber wenn du dir die heute anguckst, denkst du dir so, Alter, sieht das scheiße aus. Mhm. Coca-Cola, macht dir Freude auf. Das ist doch langweilig. Ja. Das ist ja auch nicht mein Lieblings, das fiel mir gerade ein. Der ist auch neuer, oder? Mhm. Das ist der aktuelle? Weiß ich nicht. Ich glaube, Taste the Feeling ist der aktuelle. Was? Okay. Taste the Feeling. Selber Mucha? Oh nein! Selber Mucha? Du, Flo! Oh Gott. War wahrscheinlich die gleiche Marketingabteilung. Trinkgefonte Selber Mucha. Wieso ja? Ich glaube, der nervigste Werbeslogan, der mir meistens nicht im Kopf geblieben ist, das war fucking, Saturn, also der Geiz ist geil. Ah, Geiz ist geil, boah, ist das. Ich glaube, das muss ein richtig erfolgreicher Werbeslogan gewesen sein. Geiz ist geil! Ich dachte immer, was soll denn das? Ja, das war dann, weil der den Zeitgeist getroffen damals. Leute dachten sich, ja, Geiz ist ziemlich geil. Ich hab's aber nicht verstanden, ich dachte immer so, wieso sagt ihr das? Ich dachte, ihr wollt Sachen verkaufen. Ich hab nicht verstanden, dass die Sachen so günstig sind, dass man es mit Geiz vergleichen kann. Ja, aber das habe ich nicht verstanden. Andererseits fand ich die Verwendung von geil als im Sinne von cool immer ziemlich dumm. Das finde ich immer noch schrecklich. Das ist, es wird vor allem bei etwas jüngeren Leuten, sehe ich immer in den Kommentaren ganz gerne verwendet. Das ist so. Ja. Also ich finde es ziemlich geil. Das Spiel ist, oder MOP, du bist richtig geil. Und ich denke mir so, Nein. Naja, heute eigentlich nicht. Gerade nicht, nee, aber. Mann, was geht denn das überhaupt ab? Wo geht der Pulli gerade hin? Wo geh ich hin? Oh, hey, das ist Skarabob. Hallo, Skarabob. Heilige Scheiße, wir sind ja endlich losgeworden. Lauf! Warum werde ich immer rausgeworfen, wenn er stirbt? Das ist nicht fair. Fuck! Okay, folgender Plan. Wir gehen auf die Taktik von Footy. Dann machen wir... Weg von dir! Ich glaube, ich werde sterben. Haut er jetzt ab? Ja. Oh, das ist Dummiesel! Yes! Das heißt, nice. Wir können die Mission noch schaffen. Oh mein Gott. Hey, wo ist euer Kumpel, Jungs? Lauf! Fully war mein Liebling. Ich hab das doch nur gemacht, damit ich ihn endlich mal zu Gesicht bekomme. Oh Mann. Kein Autogramm für mich. Der Sprite von Duflo sieht ein bisschen. Sieht sehr. Das ist kein guter Sprite. Der Körper von Dummiesel. Es hat keine Beine, es hat einfach nur Füße, die da unten in der Luft hängen. Oh, wie ich einfach guckt so. Vielen Dank für das Körper von Dummiesel. Scheiße, Mann, diese Beine so dörfen, die haben die gleichen Augen. Poke. Und es sieht auch aus, als ob diese Blätterteile, als ob die einfach da hinten Haare wären, die da rauskommen. Mm. Alter, das ist Tingeltangel, Bob. Oh, 80 Retterpunkte, wundervoll. Für Team Dumbatz. Klasse. Also bis morgen dann. Was? Du hast gesagt, wir sind Team Dumbatz. Wir sind Team Dumbatz. Du bist Johnny. Team Dumbatz. Wir sind Team Dumbatz. Johnny. Wir sind hier, um sie zu retten. Ein feuchter Traum. Tja. Er wird langsam erwachsen. Schon wieder ein feuchter Traum. Sieh deine Hose aus, Johnny.
Ich freue mich schon. Sieh aus! Du bist auf der Toilette. Lass es einfach laufen. Ah, ich hab wieder diesen Traum. Öfter. Es ist schon eine Weile her. Oh. Oh. Du, ey, Privatsphäre, hallo. Ich bin die Toilettenfee. Gardevoir, die Toilettenfee. Ich bin keine Toilettenfee, halt die Schnauze. Ja. Ich hab zu viel Werbung geguckt, das ist doch was Putzmittel aus der Werbung. Gardevoir. Du riechst nach Zitrone. Du riechst zitrusfrisch, Gardevoir. Hey, Gardevoir, was geht? Zitrone riechen. Es gibt so viel, was ich dich fragen muss. Ist dein Nacken genauso gedehnt wie der von der WC-Ente, damit du besser sauber machen kannst? Warum erscheinst du in meinen Träumen? Wow. Als Gesandte der Geister muss ich über dich wachen. Hey, Gardevoir, kannst du eigentlich was sehen mit dieser Edgy-Frisur? Halt die Schnauze, lass mich ausreden, ich hab eine Aufgabe, okay? Das macht Fully übrigens immer. Ich unterbreche ihn immer, wenn er was vorliest, und dann ist er mal richtig sauer. Ja. Gesandte der Geister? Ja. Der Fluch Vulnonas traf mich anstelle meines Trainers. Und so wurde ich zu dieser Präsenz, ohne körperliche Form. Du meinst, du bist tot. Dein Trainer? Meinst du Menschen aus der Legende von Vulnona? Das ist ein Haufen Scheiße. Das ist eine Legende. Inzwischen ja. Schon, okay. Ja, die Legende von... Wieso inzwischen? Das war doch die ganze Zeit als Legende. Genau. Ja, ich glaube nicht, dass... ja, okay, man weiß noch nicht, wer das Pokémon ist. Okay, red, mach weiter. Alter, wolltest du mich gerade spoilern? Schrecklich, so grausam von seinem Trainer in den Stich gelassen zu werden. Ja, ich als der Trainer hätte ich fast komplett gespoilert. Mann, Johnny, du bist jetzt aber wirklich ein bisschen von dir selbst überzeugt, als du herausgefunden hast, dass du es nicht warst. Ja, das ist ziemlich scheiße. Deswegen lächle ich. Mein Trainer war eine furchtbare Person. Mein Vater hat mich Alter, was? Mein Vater hat mich nie böse und hinterhältig. Er war keine nette Person, in der Tat. Aber mein Vater war noch schlimmer. Aber ich hasse meinen Trainer nicht. Warum auch immer. Zu meinem Vater. Ja. Was, du hast deinen Trainer nicht? Bist du Jesus oder sowas? Warum nicht? Nun, ich bin tot. Das frage ich mich auch. Ich verstehe es selber nicht ganz. Mann, bin ich dumm. Ich glaube, gerade war es so richtig so. Ich sehe keinen Hass in der Welt. Mein Trainer hat furchtbare Dinge getan. Du willst gar nicht wissen, was. Doch irgendwie kann ich mich nicht dazu bringen, ihn zu hassen. Oh nein, das ist so eine Sache von Stockholm-Syndrom, oder? Ja. Mein Trainer hatte viele Schwächen, doch er hatte auch gute Seiten. Zähl eine auf. Und als es geschah, war ich verzweifelt. Als es geschah? Als es geschah. Du meinst wohl Nonas Fluch? Ja. Ich habe meinen Trainer vor Vulnonas Fluch geschützt, mit all meiner Kraft. Meinem Körper. Wenn der Trainer in Gefahr gerät, ist es unsere Pflicht, ihn mit unserem Leben zu beschützen. Und dem Körper. Wir Gardevoir sind ebenso. Oh Gott, ihr seid ja widerlich. Deswegen heißt es auch so. Ja. Ah, Garde. Verstehe. Ja. Ich habe meinen Trainer gerettet. Das alleine hat genügt, um mich glücklich zu machen. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Dann ist eigentlich alles gut. Was hast du denn? Das eigene Leben für seinen Trainer riskieren. Nur wunderswert, was Gardevoir getan hat. Oh, ich sollte erwähnen, dass mir meine jetzige Form nichts ausmacht. Alter, macht ja eigentlich irgendwas aus. Wieso bin ich umgeben von Leuten, die mit allem zufrieden sind? Und immer werden sie von Fully gesprochen. Ich würde nicht sagen. Du sagst, dass sie mit allem zufrieden sind. Das ist ihnen sehr gleichgültig. Und ich glaube, Gardevoir ist mit ihrer Form relativ zufrieden, weil sie sich denkt, ich kann immer in den Träumen von Idioten auftauchen und, und sie dazu überreden, dass sie, dass sie ihr Bett nass machen. Schaut sie euch an, wie sie lacht, wie sie sich freut. Da wird jemand eine feuchte Überraschung erleben. Währenddessen schlägt mir Fully ins Gesicht. So lebe ich weiter und ich bin stolz auf die Rolle, die mir gegeben wurde. Lass es laufen, Johnny. Rolle? Rolle. Alles im Leben spielt eine bestimmte Rolle. Wir alle dienen einem höheren Zweck. Halte ich für unwahrscheinlich. Ich auch. So wie ich meine Rolle zu erfüllen habe,
Muss Fully deine Hand in warmes Wasser tun. So hast los, Fully, jetzt! So hast auch du ein Schicksal zu erfüllen. Also bitte, jetzt mach dein Bett nass. Du bist... ein Bett Johnny, hierher gekommen, um eine bestimmte Aufgabe zu vollbringen. Jonas wohl eher... Hose nass. Und zu diesem Zweck... wurdest du zu einem Pokémon. Pokémon. Was? Ja, ich hab auch nicht was soll die Scheiße? Wieso werde ich dazu zu einem Pokémon? Was sagst du da? Ist meine Mutter beleidigt? Ah, ein Erdbeben. Fully schlägt stärker zu. Nein, warte. Ich hab noch mehr Fragen. Wie lange muss man Nudeln kochen, bis sie al dente Johnny. Sind? Hey, Johnny. Du nimmst eine Nudel und wirfst sie an den Kühlschrank. Wenn sie kleben bleibt, ist sie al dente. Ich hab das letzte nicht ganz verstanden. Ich schon! Erzähl dich von dir. Das war ein Erdbeben. Das war wirklich ein Erdbeben. Oder nicht? Mann, das macht mich ziemlich sauer. Ich hatte wieder diesen Traum. Ich glaube, gerade war halt die Schnauze, Johnny. Als ob du es direkt wieder vergisst. Ich meine, sie sprach von etwas sehr Wichtigem. Tatsächlich weiß ich, ob du mit dem Gedächtnis im Traum vertraut bist. Ja, aber ja, vergisst es wirklich direkt wieder. Tatsächlich bin ich zum Beispiel auch jemand, der immer alles vergisst. Das ist jeder Mensch. Ich hab heute Morgen irgendwas geträumt, dann wurde ich geweckt und dann irgendwie, es war gerade irgendwas Lustiges passiert und ich war noch am Lachen und ich wusste nicht mehr warum. Richtiger Johnny. Das habe ich aber mega selten, dass ich im Traum irgendwie, dass da wirklich was Lustiges passiert. Alter, bei mir ist es, das muss ich jetzt kurz erzählen, das ist mir vor 2 Tagen und so passiert, ich hatte irgendwie die Decke im Traum, keine Ahnung, über den Kopf oder so. Und dann im Traum hatte ich so das Gefühl, dass ich irgendwie keine Luft unter der Decke bekomme und dann, keine Ahnung, ich habe ein bisschen schlechte Luft unter der Decke bekommen und dann, weil der Körper halt noch so ein bisschen der Schlafparalyse ist, war ich dann damit überfordert, die Decke irgendwie so im Halbschlaf irgendwie wegzubekommen. Das war wenigstens, dann dachte ich mir, war nur eine Decke. Scheiße. Das ist gruselig. Ach ja, was sagte sie noch? Das habe ich ja schon fast vergessen vor 3 Minuten. Du bist kacke, Johnny. Du kannst ja nichts merken. Wie blöd bist du eigentlich? Ich würde mit dir aber immer noch eher zum Abschlussball gehen als mit diesem Welser. Oh nein! Fucking Welser. Gardevoir weiß es. Ja, auf dem Scheiße weiß, warum ich ein Pokémon wurde. Was sagt sie es mir nicht? Sprach von einer Rolle. Was meinte sie damit? Klopapier? Dodge-Roll. Wenn wir jetzt ganz weitergehen, sehen wir wohl beim nächsten Mal. Mann, dieser Felsen, der macht so ein gewisses Platschgeräusch. Ich muss irgendwie so dringend aufs Klo. Das ist direkt daneben. Wisst ihr? Das ist die Toilette? Gestern Abend war hier doch alles trocken. Und stellt euch jetzt vor, wie ich mich mir da gemütlich mache und man ist schon so... in diesem Modus, jetzt stehe ich ganz sicher nicht mehr auf und dann hört man dieses Plätschern von diesem Stein da rechts. Vor allem, was ich nicht ganz verstehe, alles ist ja weicher Boden, aber du pinnst auf dem einen Stein da. Vielleicht ist es wirklich weicher Stein. Vielleicht bin ich auch einer von diesen Molchen, die da drauf stehen, auf harten Steinen zu liegen. Auf jeden Fall ist er kein Teichmolch. Nee. Weiß ich nicht, da klingt ziemlich teichmolchig. Nimm das zurück. Nee. Okay, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Tschüssi.